Dr. Schreier schrieb zwar, dass er die Schatulle der Pandora in seinen Besitz bringen konnte, aber hier ist nichts zu finden, das wie eine solche Schatulle aussieht. Ob er wegen der Schatulle umgebracht wurde? Das ist sehr gut möglich, aber im Moment können wir nur mutmaßen. Ich bin aber überzeugt, dass wir bereits einen wichtigen Hinweis gefunden haben. Die Fahrkarte. Sie meinen also? Ja, Luke. Ich finde, wir sollten selbst einmal eine Fahrt in diesen Zug wagen. Und so passiert. Geheimnis Nummer 4. Wo ist die Schatulle? Es gelang jemandem, die Schatulle aus Dr. Schraders Besitz zu stehlen, ohne auch nur einen Hinweis auf seine Identität zu hinterlassen. Wer könnte nur der Dieb sein? Wie wär's mit Inspektor Chalmy? Hä? Glauben Sie, dass wir so auf die Wahrheit über die Schatulle der Pandora und den armen Dr. Schrader stoßen? Es scheint, als hätte Dr. Schrader uns absichtlich auf den Molantery Express hinweisen wollen. Es ist klar wie gutes Teewasser, Luke. Dieser Zug wird uns zu des Rätsels Lösung führen. Und so verließen Professor Layton und Luke die Stadt auf eisernen Gleisen ins Ungewisse. Doch, das ist aber schön. Einem finsteren Geheimnis entgegen. Boah, das ist da aber schön, sag mal. Da würde ich auch gerne mit dem Zug fahren. Ja, ich möchte gern speichern. Kapitel 1: Der legendäre Molantery Express. Schauen Sie, Professor, all der Luxus und die edle Einrichtung. Allerdings, Luke, dieses Abteil strahlt nur so vor Prunk und Eleganz. Ich wette, dass der Rest des Zuges unserer Bleibe in nichts nachsteht. Wollen wir uns ein wenig umsehen? Der Koffer ist richtig schwer, ne? Sieh nur, Luke, dein Koffer steht sperrangelweit offen und all deine Sachen liegen auf den Sitzen. Oh, sie haben recht. Willst du nicht ein wenig aufräumen, bevor wir den Zug besichtigen? Rätsel Nummer 005. Lukes Koffer. Lukes Habe ist wahllos verstreut und muss ordentlich im Koffer verstaut werden. Bewege Lukes Besitztümer mit Hilfe des Touchpens. Oh. Entschuldigung. Ja. Hilfe? Nein! Entschuldigung, da muss ich gerade mal. So. Touchpads und gib 8. Nein, ich will keinen Hinweis, dass kein Teil von einem anderen überdeckt wird, da sich der Koffer sonst nicht schließen lässt. Wenn du alles fertig verstaut hast, berühre Antwort. Können wir das auch drehen? Können wir es nicht, glaube ich. Ich tue hier erstmal wahllos Sachen hin und her. Ich denke, das kommt in der Ecke. Das kommt hier hin, das dahin. Das kommt bestimmt auch irgendwo in der Ecke. Nee, das passt nicht. Die wird hier unten noch hinpassen. Aber jetzt das doofe Teil. Das ist das ja immer bei den Rätseln. Man denke immer, man hätte es, aber dann kommt einem ja irgend so ein Mist dazwischen. Guck mal, das ist alles schön, nur das eine Teil ist jetzt noch übrig. Vielleicht kommt das auch nach oben. Nee, so macht das ja gar keinen Sinn. Scheiße.
dann passt das Bratpfanne auch nicht. Wieso nimmt der Junge eigentlich Bratpfannen mit? Was stimmt nicht mit dem? Das wird schon schwieriger, Kinder. Das wird schon schwieriger. Das könnte hier hinpassen. Das hier hin. Da passt das dämliche Buch wieder nicht. Das sieht schon mal super aus hier. Das könnte sogar so passen. Der Bumerang, der passt doch noch da drauf. Guck mal, das sieht alles tipptopp aus. Ja, gibt's denn das? Scheiße. Nochmal neu. Der Bär könnte auch hier oben hinpassen. Das könnte hier hin. Die Bratpfanne dann hier. Das Oberteilshemd da. Da! Ich hole mir jetzt keinen Tipp. Das passt doch super. Vielleicht gehört das auch hier hin. Drehen kann man das nicht, ne? So. Das wäre schon mal ein Plan. Nee, beim besten Willen nicht. Guck mal, das passt ja. Oh, das passt da ja auch. Na, der Bumerang! Was, ich hole mir mal einen Tipp. Ich sage, Okay. Vielleicht gehört das ja auch hier hin. Das wird hier auch super hinpassen. Und der Bär, der Bär passt doch nicht hin.
Dieser Bumerang. Der macht mir am meisten Stress hier. Sie kommen noch rein. Der sperrige Bratgeschirr gehört in die Ecke links unten. Luke's Teddybär sollte in der Ecke oben rechts. So. Die passt super hier runter. Dann vielleicht das hier hin. Ah, das dahin. Der Boomerang hier. Nee. Das wird hier hinpassen. Ach, Kinder, ich hab's. Ja, Strike. Und dafür müsste ich 2 Hinweismünzen opfern. Ob das stimmt? Ach, Kinder, wenn das so weitergeht. Aha, Kinderspiel. Sehr ordentlich. Jetzt bekommt Luke seinen Koffer endlich wieder zu. Ha! Endlich ist alles verstaut. Sehr schön, mein Junge. Aber in der Eile kann so etwas ja schon mal vorkommen. Aber so ist es wirklich besser. Los, Professor, sehen wir uns den Rest des Zugs an. Gibt's hier noch? Nein, nicht schon. Pfui, da krabbeln lauter Ameisen auf dem Zug herum. Oh je, dann muss ich mir wohl einen Teezucker woanders suchen. Aber eigenartig, wie die wohl in den Zug gelangt sind. Vielleicht hilft uns dieses Rätsel ja beim Denken. Rätsel Nummer 017. Rätsel Nummer 17. Wie jede sozialproduktive Ameise trägt auch diese hier täglich ihre Futterkrumpen heim zum Nest. Eines Tages jedoch spricht sie der Vorarbeiter an. Hey, du Schlawiner, hast du nicht gemerkt, dass du den längstmöglichen Weg zurück zum Nest gegangen bist? Hat sich jetzt eher so ein bisschen wie Willi. Naja, passt in Zukunft besser auf. Kapiert? Die Ameise hat sich von rechts oben nach links unten bewegt und hat nie zweimal denselben Pfad durchkrabbelt. Kannst du den Weg einzeichnen, dem sie gefolgt ist? So. So. So, 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 so. Ja, eigentlich ja die langen Wege. Das ist aber noch längst nicht der längstmöglichste Weg. Das könnte der längstmögliche Weg sein, aber ich traue mich nicht. Das stimmt bestimmt jetzt nicht. Jetzt bin ich dran. Ach, scheiße, ich musste. Hoppla, das war wohl falsch. Ja, falsch. Ach, Kinder. Das fängt ja gut an. Ach, Leute. Das könnte der längstmögliche Weg sein. Soll ich es nochmal probieren? Jetzt kommt's drauf an! Na, scheiße!
Da habe ich wohl den längsten Weg, aber nicht zweimal denselben Pfad entlang. Versuche es nochmal. Habe ich doch gar nicht, du doofes Ding. Scheiße. Ja, da sieht man mal wieder, ne? Vielleicht mache ich es mal einfach andersrum. Vielleicht hilft das ja irgendwie. Das ist aber auch nicht der längstmögliche Weg. Das könnte aber echt der längste. Das ist der längstmögliche Weg. Guck mal, hier sind jetzt noch die Verbindungen. Das muss der längstmögliche Weg sein. Jetzt kommt's drauf an. Strike, Kinder. Strike. Kinderspiel. Kinderspiel, Kinder. Exakt. Vielleicht war die arme Ameise zu sehr mit seiner anstrengenden Arbeit beschäftigt, als dass sie sich um ihre Route hätte sorgen können. Wie viel Arbeit hätte sie sich wohl sparen können, wenn sie mal ein kleines Päuschen zum Nachdenken angelegt hätte? Stimmt, mein Junge. Ich nehme meinen Tee ja lieber ohne Ameisen zu mir, aber ihren Fleiß finde ich bewundernswert. Vielleicht ist der Zucker im Voluntary Express ja auch besonders edel. Na, ja, mag sein. Das würde erklären, warum unsere Ameisen solche Strapazen auf sich nehmen. Oh, eine Münze. Oh, eine Münze. Gehen wir mal raus, komm. Luke, vergiss nicht, dass die Suche nach der Schatulle der Pandora oberste Priorität für uns hat. Wir dürfen uns nicht zu sehr von unserem Ziel ablenken lassen. Das müssen Sie mir doch nicht zweimal sagen, Professor. Fangen wir gleich mit der Suche an. Luke und der Professor Layton wollen den Voluntary Express genauer unter die Lupe nehmen. Oh, ein kleines Mädchen. Hey, wisst ihr was? Ich hab gehört, dass die Abteile weiter vorne im Zug total prächtig und luxuriös sind. Dieser Türknauf ist da aus Gold, mit Diamanten drauf und Perlen. Aber da dürfen nur die ganz reichen Leute rein. Ah ja, da sieht man mal wieder, dass ich nur nicht so gut sprechen kann. Ah nee, doch nicht. Da dürfen nur ganz reiche Leute rein. Mein Synchronsprecher kann einfach nur nicht lesen. Also seid ihr zwei so richtig, richtig reich? Dann müsst ihr euch die Kabinen unbedingt anschauen. Richtige Luxusabteile wie? Und nur sehr vermögende Fahrgäste haben Zutritt. Wenn die junge Dame recht hat, dann beginnen wir dort vorne die Abteile der Luxusklasse. Ui, die würde ich ja gerne mal sehen. Die sind bestimmt unheimlich toll. Da ist unser Abteil. Oh, Hilfe! Diese Unterbringung ist ganz nach meinem Geschmack. Hoffentlich gefällt sie meinem kleinen Liebling. Oh, mein süßer Schatz hat bestimmt schon Hunger. Ich begebe mich in den Restaurantwagen. Ja, meine Gute, tun Sie das. Das war genau die Art Leute, die ich im Voluntary Express erwartet habe. Was für eine vornehme Person. Ich habe schon fast keine Stimme mehr, Kinder. In der Tat, aber das ist nun einmal der besondere Kundenkreis dieser Zuggesellschaft. Wir müssen auf unsere Manieren und unseren Umgangston achten und uns ein wenig anpassen. Verstehst du? Natürlich, Professor. Entschuldigung. Oh, da geht's rein. Hier ist aber gar keiner. Ah!